Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, lieber Herr Professor Kursiefen, lieber Klaus, lieber stellvertretender ärztlicher Direktor Professor Eisel, lieber Peer, lieber Herr Professor Kriegelstein, als ehemaliger Direktor auch der Augenklinik, lieber Professor Rüssmann, den ich auch irgendwo da, lieber Walter, auch dir herzlich willkommen. Natürlich auch dir, lieber Klaus Bergdold, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste. Das Licht überliefert das Sichtbare dem Auge, das Auge überliefert es dem ganzen Menschen, das Ohr ist stumm, der Mund ist taub, aber das Auge vernimmt und spricht. In ihm spiegelt sich von außen die Welt, von innen der Mensch. Die Totalität des Innern und Äußeren wird durchs Auge vollendet. Mit Johann Wolfgang von Goethes Worten aus der Farbenlehre begrüße ich Sie herzlich, auch wenn der Neurologe in mir natürlich hinzufügen möchte, dass das alles hier erst durch das Gehirn zu dem wird, was wir als Umwelt zusammensetzen und dann auch bewusst und unbewusst wahrnehmen. Aber das Auge, meine Damen und Herren, ist in der Tat das wichtigste Sinnesorgan des Menschen. Mit dem Auge werden 90% aller Informationen unserer Umwelt aufgenommen. Das, was wir sehen, wird stärker wahrgenommen als das, was wir fühlen. Es gibt viele Illusionen, die das sehr schön beweisen. Und nicht erst im Zeitalter von Fake News erkennen wir ja alle, dass vor allen Dingen dem Bild eine besondere Macht innewohnt und das ja auch genutzt wird, ganz bewusst nicht nur zur Information, sondern auch zur Desinformation. Umgekehrt bedeutet schlecht zu sehen oder zu erblinden natürlich eine erhebliche Einschränkung von Lebensfreude und gesellschaftlicher Teilhabe. Augenerkrankungen, die bis zur Blindheit führen können, nehmen in unserer immer älter werdenden Gesellschaft zu, führen zu veränderten Lebensgewohnheiten und das auch in einer hochindustrialisierten Welt. Der Bedarf an operativen Behandlungen in der Augenheilkunde wächst dementsprechend. Denken Sie nur beispielsweise an die altersbedingte Makuladegeneration, von der etwa ein Drittel der über 75-Jährigen betroffen sind. Eine noch rasantere Zunahme wird ja bei den diabetisch bedingten Augenerkrankungen verzeichnet, die mittlerweile trotz guter Behandlungsmöglichkeiten ja häufigste Ursache von Erblindung in unseren westlichen Gesellschaften sind. Der Therapie und Heilung oder zumindest, wenn nicht Heilung, doch Behandlung von Augenerkrankungen kommt daher eine besondere Bedeutung zu. Nicht minder aber natürlich der Ausbildung zukünftiger Medizinerinnen und Mediziner für die Krankenversorgung, aber auch um dann Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu haben, die sich für die Erforschung von Ursachen und natürlich auch die Behandlung neuer Therapienmöglichkeiten für die Patienten dann widmen. Wir feiern heute das 100-jährige Bestehen der Kölner Universitätsaugenklinik. Und du, lieber Klaus, hast mich gebeten, auch über die Bedeutung der Augenheilkunde für die medizinische Fakultät ein paar Worte zu sagen. Erst die medizinische Fakultät macht ja über ihren gesellschaftlichen Auftrag in Forschung und Lehre das Zentrum für Augenheilkunde als Krankenhaus dann auch zum Teil der Universitätsklinik. Wir haben bereits von Ihnen gehört, das Zentrum für Augenheilkunde der Uniklinik Köln ist eine der größten universitären Augenkliniken Europas. Hier arbeiten 40 Ärztinnen und Ärzte und 20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammen im Bereich der klinischen Versorgung wie auch der Forschung und der Lehre. Jährlich werden ca. 7.000 stationäre und 50.000, das ist eine bemerkenswerte Zahl, ambulante Patientinnen und Patienten in allen Teilbereichen der Augenheilkunde behandelt. Im Fokus steht natürlich auch die seltene Erkrankung des Auges und über diese Subspezialisierung gilt die Universitätsaugenklinik in Köln in vielen Bereichen national und international als Spitzenzentrum.
Dazu gehören zum Beispiel insbesondere die Hornhauttransplantationschirurgie, die Glaukomchirurgie, aber auch die Erkrankungen oder das, was dann dazu führt, dass behandelt wird im Bereich des Schielens. Viele von uns werden selbst, wenn sie in Köln gewesen sind, mit Kindern in der Strabismologie hier ihre Hilfe gesucht haben oder natürlich der andere auch im Bereich der Tumorerkrankungen des Auges. Auch die Behandlung und Erforschung der altersbedingten Makuladegeneration ist ein weiterer wichtiger Schwerpunkt dieser Klinik. Und von allen Universitätskliniken in Deutschland werden die meisten Glaukomoperationen hier in Deutschland durchgeführt. Die Zahl ist dabei aber kein Selbstzweck, sondern sie muss verbunden werden mit Forschung und Lehre. Und deswegen möchte ich auch ein paar Worte zu Forschung und Lehre in dieser Klinik sagen, auch wenn die Augenheilkunde auch in ihrer klinischen Versorgung sehr bedeutungsvoll für die Universitätsklinik ist. Die Augenklinik und die Forschung in der Augenklinik ist eingebettet in den universitären Gesamtkontext. Die medizinische Fakultät gehört ja zu den mittelalterlichen Gründungsfakultäten der Universität. Die Universität zu Köln feiert in diesem Jahr zeitgleich mit der Augenklinik ja ihr 100-jähriges Bestehen als bürgerliche Universität, aber die ursprüngliche Gründung 1388, damals war auch schon die medizinische Fakultät mit dabei und auch die Eigenheilkunde. Und Sie wissen, dass aus den Zeiten von damals natürlich ganz andere Dimensionen geworden sind, mit heute über 50.000 Studierenden an einer Exzellenzuniversität, worauf wir natürlich besonders stolz sind. Auf dem medizinischen Campus werden derzeit über 3.600 Studierende ausgebildet, in enger Verzahnung von Lehre, Forschung und Krankenversorgung. In drei wissenschaftlichen Schwerpunkten werden insbesondere Probleme von besonderer gesellschaftlicher Relevanz erforscht: Tumorbiologie, Infektion und Immunität, homöostatische Prinzipien im Stoffwechsel und in der Geweberegeneration sowie Neuromodulation. Die Augenheilkunde ist mit vielen Projekten in diesen Bereichen vertreten, weil sie ein Querschnittsfach auch ist. Die medizinische Fakultät bewegt sich in einem hochdynamischen Umfeld. Wissenschaft und Lehre sind heutzutage fächerübergreifend vernetzt. Sie kennen das aus der Zusammenarbeit mit Max-Planck-Instituten, Helmholtz-Zentren. Sie kennen das auch vom Exzellenzcluster für die Erforschung altersbezogener Erkrankungen. Die Forschungsgruppe der Deutschen Forschungsgemeinschaft ist eben schon angesprochen worden. Und diese hochkomplexe Zusammenarbeit auf dem Campus, aber auch mit den außeruniversitären Einrichtungen, dies bildet sich auch nahezu idealtypisch in unserer Augenheilkunde ab. Die Augenheilkunde ist somit in der Forschung sehr aktiv. Sie ist es natürlich auch in der Lehre. Es ist ein wichtiges Fach für jeden Arzt, unabhängig davon, ob er später dann Facharzt für Augenheilkunde wird. Aber sie steht heute auch für zahlreiche hochentwickelte Arznei- und Hilfsmittel sowie innovative Technologien und Hightech-Diagnostik. All das im Medizinstudium abzubilden, ist dann oft schwierig, aber es geht ja auch nicht darum, im Medizinstudium den Facharzt für Augenheilkunde herbeizuführen, sondern Mediziner umfassend und allgemein zu qualifizieren und dann natürlich im Studium auch zu versuchen, sie zu faszinieren und als Nachwuchs auch heranzufördern, dann für das eigene Fach. Das gelingt euch sehr gut. Ich weiß, dass ihr keine Nachwuchssorgen habt und dazu trägt sicherlich natürlich auch bei, dass ihr in Rankings, was immer man von Rankings hält, wie der Fokusliste, aber auch da ja einen Spitzenplatz in Deutschland einnehmt. Ich habe natürlich die Forschung ein bisschen deswegen im Auge, weil ohne Forschung Krankenversorgung nicht ist, innovative Therapien nötig sind. Und insofern sind wir natürlich sehr froh, dass diese Klinik sehr forschungsstark ist. Es gibt seit 2012 auch einen Stiftungslehrstuhl für experimentelle Immunologie des Auges, auf dem Sie, lieber Herr Professor Langmann, tätig sind. Und die Forschungsgruppe durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Lymphangiogenese und zellulären Immunität bei entzündlichen Augenerkrankungen habe ich ja schon erwähnt. Wir wissen, dass Immunreaktionen
in den verschiedenen Abschnitten des Auges direkt oder indirekt zu Sehstörungen bis zur Erblindung führen. Und deswegen ist das auch so ein wichtiges Forschungsfeld, worauf ihr euch hier unter anderem spezialisiert habt. Ich habe es eingangs erwähnt, Augenerkrankungen sind auf dem Vormarsch. Das macht weitere Forschungsaktivitäten notwendig. Ich freue mich, dass ihr hier auf einem sehr guten Weg seid. Das Dekanat, lieber Klaus, wird euch weiter unterstützen. Besonders habe ich mich natürlich gefreut über dein Commitment, einen Sonderforschungsbereich im Bereich der Augenheilkunde anzustreben. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn euch dieser Erfolg gelingt. Was wir dazu beitragen können, das werden wir ganz sicher von unserer Seite aus sehr, sehr gerne tun. Insofern wünsche ich dir im Namen der gesamten Fakultät, dir und deinem gesamten Team jetzt alles Liebe und Gute und lasst euch mal heute richtig schön feiern.